Hallo, ich bin Sophia und ich bin heute mit diesem Schild für Cats der Neuzeit unterwegs. Hier steht drauf, ich bin Russin, gibst du mir die Hand. Ich bin eigentlich keine Russin, das werde ich auch am Ende dann auflösen. Aber bis dahin bin ich schon mal sehr gespannt auf die Reaktionen und würde sagen, wir legen mal los. Toll, jetzt kommt keiner. Hallo, würden Sie mir die Hand geben, auch als Russin? Natürlich. Ja? Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, aber... Corona eher. Naja, Sie können sich ja nachher auch nicht die Hände waschen. Dankeschön, dann schönen Tag Ihnen. Na klar. Ja? Dankeschön, das freut mich. Vielen Dank. Dankeschön, schönen Tag. Scheint hier gut zu laufen. Ich spreche kein Deutsch. Na, alles gut, schönen Tag noch. Ja, ja, das multikulturelle Berlin hier, ne? Can I get a handshake from you beim Russian? Yeah, oh, thank you. Have a nice day. Während Sophia gerade einen Handschlag nach dem anderen bekommt, und das glücklicherweise, schwelge ich hier beim Zuschauen ziemlich stark in meinen Erinnerungen. Denn damals, zu meiner Schulzeit, hatten wir im Fach Politikwissenschaften eine heiße Diskussion nach der anderen. Und es ging vor allem um das Thema Krieg und Frieden, sei es im Nahen Osten oder auch damals schon in der Ostukraine. Nichtsdestotrotz hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es ein paar Jahre später interessant sein könnte, zu sehen, ob ein Russe von fremden Menschen auf der Straße Handschläge bekommt, denn ja, warum denn nicht? Aber die letzten Wochen haben uns leider genügend Anlässe gegeben, dieses Experiment heute zu starten. Der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk hetzt permanent gegen Russland und wird in seinen Äußerungen immer extremistischer. Russland ist ein Feindstaat für uns und alle Russen sind Feinde für die Ukraine im Moment. Das kann sich ändern. Aber genau dieser Aussage, dass sich das ändern kann, widerspricht er wenige Zeilen später. Und deswegen ist für mich klar, wahrscheinlich auch nach dem Krieg, dass Russland ein Feindstaat bleiben wird. Ми теж її не хотіли, але тепер ви мусите розуміти, що тут йдеться про перемогу українського народу, а не мир. Нам потрібна перемога. Якщо в українців є можливість, що вони зараз в принципі роблять, трощити, різати, вбивати, душити москальноту, я сподіваюся, що кожен внесе свій вклад і замочить хоча б одного москаля. Natürlich. Ich Vielen Dank. Nicht alle Russen. Vielen Dank. Darf ich Ihnen eine Frage stellen für unser Experiment? Ja. Denken Sie, dass Russen ausgegrenzt werden jetzt wegen der Situation? Na, ich fürchte schon. Ja. Von manchen. Ja. Das ist nicht richtig, aber wenn der Putin so einen Mist macht. Gut, aber wenn ich jetzt hier als Russin stehe und mir jemand also, nicht die Hand gibt. Um Himmels Willen. Also ja. Ich würde das überhaupt nicht beurteilen. Also mal als Russe kann man ja auch Position beziehen. Und dass die Russen das dort nicht machen, denke ich, ist, weil die Angst haben. Also ich hoffe es, dass die meisten nicht auf die Propaganda so fallen. Ja, alles klar, dann vielen Dank, dass wir die Hand gegeben haben. Schönen Tag. Ich weiß nicht, ob Leo da jetzt direkt sagen würde, na, aber wissen wir, ob es Propaganda ist oder nicht? Oder ist das vielleicht unsere Propaganda? Ja, ja, ja. Also wie du dir das zutraust, aber ich denke, du machst das mega gut. Freut mich sehr. Gute Aktion. Vielen Dank, ja. Dankeschön. Das freut mich. Ah, die auch noch doppelt hätte besser. Ja, man muss nicht viel machen. Vielleicht, wenn es der Typ gewesen wäre, wäre vielleicht auch der Kiefer gewesen. Ja, als Frau hat man es oft einfacher. Da, so. Dankeschön. So ist am besten. Dankeschön. Ja, Corona sorgt für Verwirrungen. Ob irgendjemand noch mal die Hand verweigert? I doubt it. Ich glaube ja fast nicht. Ja, nicht Corona auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, unspektakulär, aber an sich ja ein positives Zeichen. Man zögert ein bisschen in die Hand zu gehen, weil man nicht weiß, was sie für eine Einstellung haben als Russin zum Ukraine-Krieg. Es sind ja wohl 80% der Russen sind dafür. Denen würde ich nicht so gerne sagen. Pro Putin sein schlecht, pro beispielsweise Obama sein gut. Das war seit Jahren so und ist nichts Neues, aber dass man Kriege jetzt nicht mehr öffentlich billigen darf, das war mir bis zuletzt neu. Denn zu hören, wie völkerrechtswidrige Angriffskriege legitimiert werden, das war für mich Alltag und etwas ganz Normales. Sei es im Unterricht von Schulkameraden oder von Freunden und Bekannten oder von der Familie. Nach dem Motto, naja, wenn die Länder da bombardiert werden von der NATO, dann wird das schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Naja, und diese Meinung hat mich zwar oft zur Weißglut getrieben, aber am Ende des Tages bleibt es schlicht und ergreifend eins. Einfach eine Meinung. Eine Meinung, die jeder haben kann und auch äußern darf, unabhängig was ich davon halte. Also gut, das mit dem äußern darf natürlich nur, wenn man sich auf die Kriege bezieht, die in dem jeweiligen Land, wo man gerade ist, auch als der richtige und als der notwendige erklärt wird. Würden Sie sagen, das ist auch Deutschlands Krieg? Der Ukraine? Ich würde sagen, Deutschland ist nicht ganz unschuldig an dieser ganzen Geschichte. Warum? Da würden wir aber morgen früh noch nicht stehen, wenn man das Verhältnis von Deutschland und Da würden wir lange reden, meinen Sie? Da würden wir lange reden, ja. Ja. Die Arroganz des Westens gegenüber dem Osten ist ja unerträglich. Oder? Ja, ist das Krieg den Reichen, nur Reichen. Und wir Arme leiden unten, egal aus welchem Land.
Ja. Und dass es Krieg der Reichen einfach um Macht geht. Mhm. Nichts weiter. Würden Sie sagen, dass es gut ist, dass wir Waffen liefern an die Ukraine? Oder sollte man sich lieber raushalten? Ich würde sagen, das ist gut. Weil leider der, welcher hat den Krieg angefangen, der ist nicht ganz gesund. Ja. Und anders kann man das leider, leider, obwohl das ist traurig, geht nicht anders. Alles klar, dann vielen Dank für Ihre Meinung. Ne? Schönen Tag. Was haben wir denn hier? Waffenlieferungen bringen Stabilisierung in die Ostukraine. Ja, und Krieg ist Frieden. Erinnert stark wie immer an 1984 von George Orwell. All die Kriegspropaganda, das Geschrei, die Lügen und der Hass kommt immer nur von den Leuten, die nicht kämpfen müssen. Und diese weise Erkenntnis könnt ihr ab heute auf der Brust in diese Matrix-Welt hinaustragen. Denn ihr findet dieses neue Motiv nun auf ketzerderneuzeit.com. Mit einer Bestellung kannst du aktiv die Arbeit hinter diesem Kanal unterstützen und mit dem neuen sonntäglichen Rabattcode Propaganda 10 kannst du dabei auch nochmal entspannte 10% sparen. Vielen lieben Dank. Klickt jetzt gerne noch auf dieses Video, wenn ihr sehen wollt, ob die Menschen bereit wären, Ungeimpfte einzusperren.